sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when you need me. So kann's gehen. Gerade habe ich noch in der Grillschaukel gesessen, wollte gerade was Schönes trinken. Vicky und Kameramann kommen und sagen, so, Schluss jetzt hier mit Pause. Es heißt jetzt hier Reittraining. Ich sag so, wie Reittraining? Wer will denn freiwillig Reittraining bei mir haben? Vicky möchte gerne Reittraining haben. Und zwar waren wir gestern beim... Ich will das! Und ich... War überhaupt gerade noch so... Doch nicht. Nimm mal die andere Seite. Ja, genau. Jetzt ist die auch kaputt. Ja, fand ich total irre, weil wir waren gestern beim Training bei Herrn Hannover für das Talente-Team. Der macht das ja immer. Und da gab es einige Probleme. Und zwar sind das große Plätze. Das heißt also, Chapeau, der entwickelt unheimlich viel Galopp. Und dann macht er sich sehr, sehr fest in neuer Umgebung, weil er halt einfach, so sagen es die Springtrainer, on fire ist. Das ist immer so ein ganz toller Begriff. Leider hilft es dem Reiter gar nicht weiter, wenn sein Pferd on fire ist, weil er dann nämlich alle möglichen Hilfen übersieht. Und das passiert gar nicht nur beim Springen so, sondern sowas kann natürlich auch im Gelände passieren, dass die Pferde einfach wirklich blind werden, sich festmachen, loslaufen, sich nicht mehr rahmen lassen, sich nicht mehr steuern oder bremsen lassen. Oder auch im Dressurviereck, punktgenaues Reiten, punktgenaue Losgelassenheit, punktgenaue Durchlässigkeit. Es ist also ein Riesenthema eigentlich und ich habe mir wirklich gestern Gedanken gemacht, wie kann ich es mit Chapeau und Vicky machen, dass dieses Spiel zwischen Vorwärtsreiten und Abfangen, dann noch einen schönen Sprung machen, dann noch passend vorkommen, wie man das alles so ein bisschen einbauen kann in eine Reiteinheit. Und ich wollte es heute mit Vicky machen, aber ohne Kamera, weil ich weiß nicht, wie es funktioniert. Vicky, ja, ich will mal so sagen, Vicky ist ganz wissbegierig. Vicky ist sehr, sehr ehrgeizig. Trotzdem ist es natürlich vor der Kamera immer schwer, Dinge auszuprobieren, die denn vielleicht nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und ich habe was Schönes aufgebaut und Vicky kommt also aus der Schule und sieht schon, oh Mama, du hast ja was Schönes aufgebaut. Guckte sich das alles an, hat schon selber in ihrem Kopf überlegt, wie es wohl sein könnte und sagte, das wird für mich gar kein Problem werden, weil mein Problem ist ja großer Galopp und nicht versammelt. Aber das Problem ist auch, dein Pferd zu rahmen. Das heißt, es nicht bis zum Hufschlag laufen zu lassen. Im Gelände kann man sein Pferd auch nicht bis in den Gram laufen lassen, sondern es wäre ganz toll, wenn dieses Flugzeug da oben jetzt keine Schleife fliegt und uns hier die ganze Tonspur vermasselt und jetzt auch noch immer lauter wird. Es ist also wirklich zum Mäusemelken. Aber egal, wir haben gleich noch ganz viel Zeit. Ich werde zumindest mit Vicky üben, zu rahmen, die äußere Schulter einzufangen, Chapeau am Schenkel empfindlicher zu machen. Und was ganz schwierig werden wird, ist richtig Gas geben und dann auch wieder abfangen, um einen kleinen Sprung aus dem Trab zum Beispiel anzureiten. Und die Rechnung, die hat Vicky noch nicht in ihrem Kopf. Sie denkt, sie muss nur Schlangenlinien über den Sprung, Zirkel über den Sprung. Dass sie das kann, das weiß ich. Aber das, was ich mit ihr vorhabe, das wird richtig hart. Und ich hoffe, dass wir beide uns nicht fetzen werden. Aber sie wollte ja die Kamera dabei haben. Nicht ich. Ich hätte sie beim nächsten Mal genommen. Jetzt gucken wir mal, wie weit sie ist. Heute steht Springtraining auf dem Plan. Nicht mit irgendjemand anders, sondern wirklich mit Mama. Ich kann es selber kaum glauben. Aber ich glaube, das wird richtig gut. Weil mittlerweile sind wir echt ein eingeschweißtes Team geworden, auch gerade so auf Turnier. Früher war ja immer alles recht stressig und alles muss geputzt sein. Mittlerweile ist Mama so oder so, Trainingsturnier, ach, da braucht die Trense nicht geputzt sein. Doch. Also mittlerweile übernehme ich den Part so ein bisschen, weil sie schon sehr, sehr entspannt geworden ist. Und auch gerade sie gibt mir eigentlich immer nur noch einen Anschnauzer, wenn es nicht läuft und ich irgendwas verkackt habe. Dann sagt sie immer, gibt sie mir einmal kurz einen Einlauf und dann läuft es wieder und dann kriege ich wieder meine Achternoten. Also das ist echt super. Und Firsty springt im Moment auch richtig gut.
hat ja jetzt seine neuen Eisen drauf und läuft damit echt bombastisch. Und er sieht jetzt mittlerweile echt richtig gut aus, finde ich. Er ist wieder schön rund geworden. Aber er kriegt jetzt auch nicht nur einen Dreiviertelpott, sondern einen ganzen Hafereimer. Und das scheint zu helfen. Es ist zwar sehr viel, also im Vergleich, Joey kriegt einen halben. Aber es scheint ihm gut zu gehen. Und er ist nicht aufgedrehter, alles super. Nur, dass er schön rund wird, das finde ich gut. Mama kommt jetzt gleich und dann steige ich auf und dann fangen wir auch schon an. Bin sehr gespannt. Wir arbeiten heute schon daran, weil gestern hatte ich Springtraining bei Pico Hannover. Und da habe ich schon gemerkt, da wurde er mir zwischen den Sprüngen recht stark, weil ich mal mit einem großen Galopp in eine gebogene Distanz reingekommen bin. Dann fehlte der fliegende Galoppwechsel. Den hat er dann zwar gemacht, aber dabei wird er immer recht fest. Und dann hatte ich sehr Probleme, zum nächsten Sprung zu kommen. Das wollen wir heute auf jeden Fall üben. Ich bin zwar immer passend gekommen, aber schön sah das dazwischen nicht aus. Und deswegen gucken wir heute mal, damit ich dann auch gut ins A-Springen diese Saison reinreiten kann. Denn das steht in 2 Wochen an. Hi, na komm. Küken. Elektrolyte, hattest du gesagt, sind alle. Ja. Willst du die hier auf dem Futterwagen haben? Ja. Oder sollen die im Genau. Im Futterwagen. Ist immer, also wer Chapeaus Futterversorgung sieht, der denkt echt, das Pferd müsste eigentlich 5-mal so viel sein wie jetzt. Der sieht ja jetzt top aus, aber er kriegt auch wirklich ganz viel. Rabert. Es ist eine reine Apotheke, was da drin steht. Es dauert 20 Minuten, das Futter. Zum Vergleich, vorher habe ich 5 Minuten gebraucht, um zu füttern. Jetzt brauche ich 20, weil ich die ganzen Zusätze da reinmachen muss. Hiervon Löffelchen, davon 3 Löffelchen, davon 2, hiervon 50 Milliliter, davon 30 und nur sowas. Am Ende kommt dann noch Wasser oben drüber, dann wird alles umgerührt und dann kriegt er es. Also es ist ein sehr langer Prozess, der sich jeden Morgen weiterentwickelt und es kommt gefühlt jeden Tag was Neues dazu, was dann wieder 1 Minute oben drauf legt. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Also Chapeau, will ich mal so sagen, kriegt ganz viele verschiedene Aminosäuren, aber wirklich in einzelner, hochdosierter Form. Er kriegt Elektrolyte. Was jetzt ganz schön ist, ist, dass wir diese Elektrolyte von Rabea jetzt beziehen können. Vorher mussten wir ja wirklich immer von anderen Firmen was nehmen. Und das macht sich ganz, ganz krass bemerkbar. Elektrolyte für Chapeau jetzt zum Beispiel ganz wichtig oder für alle Pferde jetzt gerade im Fellwechsel wichtig, weil es sind sehr hohe Temperaturen. Die Pferde fangen viel schneller an zu schwitzen und verlieren ganz viele Salze, Körpersalze, Mineralien, Spurenelemente, die einfach durch das Schwitzen ausgeschieden werden. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir die den Pferden wieder zuführen. Also das ist den nicht nur für Sportpferde. Sehr, sehr gut. Sogar mit Beinen und sowas habe ich noch nie gemacht, hat aber ganz gut funktioniert. Konrad hat sich aber angestellt wie so ein Dreijähriger, der das noch nie gesehen hat. Brauchte erstmal 1/2 Stunde, um sich einzukriegen und hat dabei die ganze Zeit geschnorchelt, geprustet, rumgehampelt wie so ein oller Sack. Und sonst kann er sich ja auf dem Stein nicht bewegen, ne? Reißt er sich hier los und trabt hier erstmal über Stein. Das ist alles erstunken und erlogen. Ja, ich glaube es auch. Das würde mein Konrad nie machen. Das liegt nur daran, weil ich ihn nicht geschoren habe. Geht ja nicht. Mit meinem Arm geht es wirklich nicht. Ich versuche alles Menschenmögliche, aber es geht nicht. So, und von daher musste Vicky Konrad scheren. Ich muss dazu sagen, das ist gar nicht das Scheren, sondern es war gestern recht windig. Vicky hatte den Konrad hier draußen angebunden und die Haare, die wehten so durch die Gegend, bla bla bla. Die wehten durch die Gegend, man hört dich gar nicht, wenn die wehten. Die wehten durch die Gegend und das ist eigentlich für einen Headshaker was ganz, ganz Schlimmes. Wehendes Kram und ich glaube, das war es eher. Aber stehen geblieben waren wir, glaube ich, bei der riesen Futtermenge für Chapeau. Es ist wirklich so, lassen wir eine Komponente weg, B-Vitamine, irgendwelche Futterzusammenstellung von Rabea habe ich noch nie gesehen. Pülverchen über Pülverchen, alles natürlich, aber es zeigt wirklich seine Wirkung. Und
jetzt halt die Elektrolyte, wo das Wetter jetzt so wird, das Fell noch nicht gewechselt hat, ganz, ganz wichtig. Gestern war ja auch schweißnass und dann kriegt er das schon gleich im LKW zu seiner Futterration. Und jetzt heißt es, eine Packung in Stall, die nächste Packung in LKW, damit wir die immer dabei haben. Und bevor wieder ganz viele Fragen kommen, wo man die Elektrolyte herkriegt, die Rabea-Elektrolyte bekommt man natürlich bei Rabea. Die kann man direkt auf der Online-Seite bestellen bei ihr. Und das ist für mich total praktisch, weil da muss ich nicht immer hinfahren und mir die ganzen Sachen holen. Und das Beste daran ist, es ist auch noch sehr viel günstiger als die Präparate, die wir sonst verwenden. Und an Chapeau sehe ich, dass sie auch deutlich besser wirken. Es ist so krass, Chapeau hat jetzt wirklich, seitdem wir das alles füttern, also was wir so alles gerade so beschrieben haben und auch eigentlich ja nichts, hat er jetzt wirklich schon ein Kopfeisen, eine Sattelkammer weiterbekommen innerhalb von 14 Tagen. Es ist richtig Wahnsinn, die Trapezmuskellöcher, den wir sie ja eben schon gekauft haben, sind wirklich ausgefüllt und wir mussten heute das Kopfeisen MW reinmachen und vorher hatte er M. Und da mussten wir sogar noch ein Lammfell unterlegen. Also das ist richtig krass. Freue ich mich drüber. Ich hoffe, dass noch viel mehr kommt, weil bei Jack und Joe haben wir weit drinne. Also da muss er noch ein bisschen nachlegen. So. Jetzt wird's anstrengend. Was ist das denn für eine Outfit-Zusammenstellung? Warum hast denn du einen braunen Sattel, ein braunes Vordergeschirr und eine schwarze Trense? Willst du mich verarschen? So kann ich dich unmöglich hier auf diesem Platz lassen. Will sie mich gerade verarschen oder meint sie das gerade ernst? Also an deiner Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Könntest du dieses Wort umschreiben, was ein bisschen tauglicher ist? Also ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt hochmotorisch im Kopf so richtig findet, weil meine Begründung dazu ist, dass ich auf der Messe schon eine braune Trense haben wollte. Aber sie meinte, das brauche ich ja nicht, weil ich ja auch keinen braunen Sattel habe. So, ich meinte, wenn wir aber einen neuen Sattel kaufen, den wir aber brauchen, dann wird es ein brauner Sattel und dann brauche ich auch eine braune Trense. Jetzt habe ich einen braunen Sattel, habe ein braunes Vordergeschirr, weil wir das danach gekauft haben. Und jetzt lässt sie mich keine braune Trense mehr kaufen. Also wir können ja einen Deal machen. Hä? Wenn du diese Aufgabe hier heute gut meisterst und wir uns nicht in die Köppe kriegen und du so wissbegierig und motiviert bist. Das bin ich doch immer. Dass sogar unsere Zuschauer jetzt etwas von dieser Stunde mitnehmen, weil du vielleicht gewisse Dinge einfach mal fragst oder detailliert beschreibst. Okay, dann fahren wir los und holen dir eine braune Trense. Okay, erste Frage beim Antraben. Also bei Firsty weiß ich das ja jetzt, aber es gibt viele Leute, finde ich, die müssen ja immer, wenn sie antraben, runtergucken und gucken, ob sie auf dem richtigen Fuß traben. Mhm. Ich weiß es aber bei Campi und auch bei Firsty, mit welchem Huf die meistens als erstes anfangen, den Trabschritt zu setzen und muss nicht mehr runtergucken. Ich finde das gar nicht schlimm, dass man sich vergewissert. Ich kann auch fühlen, wann ich aufstehen muss. Das fühle ich aber anhand der Hinterbeine. Welches Hinterbein nach vorne fußt und mich hochschiebt. Und wenn ich antrabe und ich möchte aufstehen, wenn das äußere Vorderbein nach vorne geht, muss ich aufstehen, wenn ich merke, das linke Hinterbein geht nach vorne, wenn ich jetzt auf der linken Hand bin. Dieses Blickding, das kann man auch so gestalten, dass man nicht macht und alles verliert, sondern man kann wirklich runterschielen und sehen, welche Schulter bewegt sich nach vorne. Und dann muss man das gar nicht mehr so ganz offensichtlich machen. Ich bin mal gespannt, Vicky, wenn du jetzt antrabst, ob du mir sagen kannst, welches Hinterbein nach vorne fußt.
Jetzt. Und woran jetzt merkst du das? Das weiß ich, weil das Vorderbein nach vorne geht und ich aufstehen muss. Okay, gut. Super logische Erklärung. Aber... Ja. Nein, aber ich merke das generell auch. Also würde ich jetzt auch aussitzen, würde ich ja merken, wann ich hochgeworfen wäre. Genau. Die Hinterbeine sind für das Aussitzen das wichtigste Element. Weil wenn ich weiß, wann die Hinterbeine nach vorne kommen, kann ich mit meinem Becken schon in Vorwärtsbewegung gehen und werde nicht mehr aus dem Sattel rausgeschmissen. Vicky, was ich mit dir vorhabe ist... Ich möchte gerne, dass wir heute anfangen, dass du guckst, dass du einen Rahmen um dein Pferd behältst. Einen seitlichen, links und rechts, vorne einen Rahmen und hinten einen Rahmen. Das heißt, du baust dir um dich und um dein gesamtes Pferd einen Bilderrahmen, einen Holzrahmen. Okay? Ja. Ihr beide bewegt euch in einem Bildformat. So, und wenn du jetzt am langen Zügel, also jetzt noch in Vorwärts-Abwärts-Position reitest, ist dieser Rahmen rechteckig. Ja. Also, du reitest ihn jetzt ganz in Ruhe im Trab, beide Hände. Und deine Aufgabe ist es, jetzt dafür zu sorgen, dass er deine beiden Schenkel annimmt und weicht. Und dass er seinen Kopf nicht auf deine Hände stützt. Was jetzt schon der Fall ist. Diesen Tipp gebe ich jetzt, Vicky, weil ich selber Chapeau geritten habe. Wir können natürlich auch viel über Kreuz und Schenkel nach vorwärts reiten. Das ist erstmal die Basis, die man immer haben muss. Die haben Vicky und Chapeau aber schon. Und ich weiß, dass Chapeau den linken Schenkel ganz gerne ignoriert. Ich weiß auch, dass er sich gerne auf der linken Hand festmacht am linken Zügel und sich nicht so gerne nach rechts stellt. Wenn man das wirklich einfordert und er locker ist, dann geht das. Aber er stützt sich ganz gerne auf der Hand und das kommt aber, glaube ich, einfach aus seiner vorherigen Ausbildung. Und er muss lernen, sich selber zu tragen. Er muss lernen, selber den Rahmen zu halten und sich nicht da drauf zu lehnen und eine Stütze zu suchen. Und von daher sage ich, man muss immer versuchen, den Rahmen zu halten und in diesem Rahmen sich zu bewegen mit den Händen. Genau. So, wenn du deinen Rahmen hältst, genau, so was auch immer einfacher ist, das hattest du zum Beispiel bei dem Training in Höfen, da hattest du die Zügel vom Grundsatz her sehr kurz. Und brauchst du jetzt noch nicht machen. Vom Grundsatz her ja kurz und er war wirklich aufgerichtet und an deiner Hand. Und wenn du dann dein Bein schließt und mit deinem Kreuz ihn nach vorne bringst, dann hattest du ihn nicht mehr als Rechteck, sondern dann war euer Bilderrahmen ein Quadrat. Ja. Weil die Hinterhand, die war wie bei Joey untergeschoben und der ist galoppiert. Vorne war er aber auch bei dir und das ganze Bild war kurz. Ja. Und wenn du dein Pferd so hast, dann hat es wenig Möglichkeiten, aus diesem Rahmen rauszubrechen. So, genau. Genau, sehr schön sieht das aus. Schöne, ruhige Hand, sehr schön, dass du auch die Zügel in diesem Format hast. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man wirklich diese Spannung hält, dass man die Zügel in der Faust behält und nicht durchrutschen lässt. Das macht das Ganze viel, viel einfacher. So, was ich sehr, sehr schön finde, Vicky, ist, dass du von alleine deine Fäuste schon aufrecht hinstellst. Das war vor kurzem noch gar nicht so. Da waren die immer so verdeckt. Kannst du dich erinnern? Ja. Was, glaube ich, auch ein Verständigungsproblem ist, eine ruhige Hand heißt nicht, dass du nicht agieren darfst mit deiner Hand. Deine Hände stehen da und sagen, guck mal, hier ist der Rahmen, da dran wird nicht gezogen und da wird sich auch nicht hintergekauert. Ja. Trotzdem musst du bei jedem Schritt fühlen, welche Hand minimal mal öffnet, damit du danach gibst oder welche Hand du vielleicht mal fester schließen musst,
damit er da wieder eine anstehende Parade hat. Und das kannst nur du da oben führen. Was man ganz schön sieht, du kannst einfach mit zuhören und versuchst es dann immer peu à peu zu ändern. Ne? Was ich jetzt zum Beispiel sehe, ist die Einleitung zum Kurzkehrt, ist ein minimaler Moment, wo die Hinterhand ausfällt und der Kopf gedacht sich anhebt bei Chapeau. So wie jetzt. Was ich sehr, sehr gut finde, Vicky, ist, dass du dich nicht mehr festziehst im Kurzkehrt. Das hatten wir auch schon anders. So, wenn man ein schönes, jetzt ist es ist ja kein dressurmäßiges Kurzkehrt, sondern wir wollen ihn ja einfach nur ein bisschen schenkelempfindlich machen und auch an die äußere Hand bringen. Vicky grinst schon. Er bleibt unten. Er bleibt unten mit dem Kopf, Donnerwetter. So, genau, zieh dich nicht fest, atme, behalt die Hilfe bei, behalt auch den Rahmen vorne bei, aber werd in deiner Hand links und rechts ab und zu mal locker. Diese Biegung zu halten, diese Stellung zu halten und den Kreis zu halten, das ist das, was wir auch im Parcours haben. Oder was ist, wenn wir Mittelgalopp ganze Bahn reiten, zum Beispiel wieder einfangen wollen, dann sieht das bei vielen und auch bei Chapeau optisch gerade aus. Wenn man aber da drauf sitzt, dann merkt man, man muss es immer gewillt, mehr rechts zu ziehen, mehr rechts zu pieksen, dass er da irgendwie rauskommt, weil man merkt, er ist nicht ehrlich hohl. Und das haben ganz, ganz viele. Also ich will mal so sagen, wenn ich aufs Turnier gehe und ich sehe, wow, wenn die da so lang strampeln und so gerade und alles, weiß ich mittlerweile schon, wenn man da drauf sitzt, fühlt sich das Ganze gar nicht so gerade an. Das ist also wirklich alles häufig pseudomäßig. Und das ist ganz krass. Und hier sieht man in diesen kleinen Dingen, wie Kurzkehrt, Schenkelweichen, Viereck verkleinern und vergrößern, sieht man, wo eigentlich das Problem ist. Genau, du behältst ihn schön an der äußeren Hand, lässt ihn schön gerade vor dir. Sehr schön, klasse. Super, sieht sehr, sehr gut aus. So. Genau. Und du reitest quasi Galopp, du machst aber immer Kurzkehrt mit mehr innerem Bein. So, so hast du ihn vorne gerahmt. Jetzt seid ihr fast quadratisch in eurem Bilderrahmen. Okay? Mhm. Und du kontrollierst immer deine innere Hand, dass du sie nicht nach vorne streckst, aber dass du sie mal ausatmen lässt, die innere Hand. Hast du das Gefühl, dass du ihn vorm Bein hast? Ja. Gut. Dann baust du irgendwo einen schönen Wechsel zum Schritt ein. Gut. Dann galoppierst du ihn dir wieder an und baust irgendwo wieder einen ein. Was wir gerade ganz schön gesehen haben, ist, die Hinterhand ist ausgefallen. Er hat sich aufs Gebiss gelegt und ist ausgelaufen. Das müssen wir uns erarbeiten, dass sie sich wirklich, wenn wir im Parcours sind, im Stilspringen sind, nur aufrichten muss, nur dran denken muss und Chapeau sofort auf die Hinterhand zurückkommt und sich durchparieren lässt oder in die Versammlung holen lässt, damit sie dann am Ende taxieren kann. Im Gelände ist es genau das Gleiche. Im Gelände, wenn ich zum Beispiel eine lange Strecke galoppiert bin und ich sehe ein paar Meter vor mir oder sowas, ein Loch auf der Erde oder eine tiefe Pfütze oder Stacheldraht oder sonstiges, habe ich alles schon gehabt, dann muss man sein Pferd blitzschnell anhalten können. Das hat nichts mit Sportreiten zu tun. Das hat nichts mit Dressurreiten zu tun. Ich finde immer, wenn man unterwegs ist auf einem Pferd, muss man sein Pferd immer zu jeder Situation anhalten können, beschleunigen können, auf der Hinterhand drehen können oder auch einen kleinen Baumstamm von 50 cm überwinden können. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Musik.
So, was wir brauchen, ist, dass er sich nicht zurückschiebt, weil damit entzieht er sich deiner Hilfe. Das ist das Problem im Parcours. Sondern, dass er an das Gebiss vorne ranzieht, wenn du ihn parierst. Wenn du ihn rahmst und wenn du ihn vors Bein kriegst, dann kann das sein, dass der natürlich nicht Juhu schreit zuerst, weil es ist tierisch anstrengend, wenn er das nie machen musste. Ne, dass du ihn rahmst und er dann trotzdem richtig galoppieren soll. Ja. Dann sagt er nicht, Juhu, ich freue mich über das harte Muskeltraining, sondern er sagt, piepst du? Und dann musst du ihm sagen, pass mal auf, Chapeau, ganz ruhig, das machen die jetzt immer so. Du beschreibst und gerade das, was ich denke. Genau. Meine Beine fallen eigentlich jetzt schon auf. Das ist ganz schwer, weil Chapeau ist sehr schmal, da braucht man wirklich ganz viel Beinspannung, um überhaupt dran zu bleiben. Und von daher ist das ganz schön. So, und jetzt guckst du, dass du dich nicht innen festziehst, sondern dass du außen parierst, außen. Ja, man sieht schon, Reiten ist Sport. Da kann man nicht gestylt drauf sitzen oder denken, dass man irgendwie am Ende noch hübsch wieder absteigt. Wenn man richtig geritten hat, ist es eigentlich so, dass die Haare dann irgendwie platt nass am Kopf liegen unter der Kappe. Wenn man keine wasserfeste Schminke hat, dann sieht das auch nicht mehr so schön aus. Aber ich bin ganz begeistert, wie die beiden das machen. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Und jetzt bin ich gespannt, wie meine Übung ankommt. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Vicky wird mich lieben, weil wir nämlich die ersten Sprünge aus dem Trab machen. Ne? Aus dem Trab finde ich es ganz wichtig, weil halt einfach die Pferde eine schöne Hinterhand dafür kriegen. Aus dem Galopp ist das natürlich super einfach mit Chapeau. Dann landest du auf der rechten Hand im Galopp und kommst über den gelben. Okay. Und reitest geradeaus weiter. Während der ganzen Übung, während der ganzen Stunde, die wir jetzt machen, kommst du niemals auf den ersten Hufschlag. Okay? Der Zaun endet immer auf dem zweiten oder sogar dritten Hufschlag. Okay. Egal was ist. Ja. Yeah. Okay? Dein äußeres Bein und deine äußere Hand ist sein Zaun. Du hattest Jack an der Doppellonge. Du hast die Doppellonge außen angenommen. Was hat Jack gemacht, als du die dauerhaft angenommen hast? Er ist ausgebrochen. Sehr gut. Super. Ist sie denn nun falsch gelandet? Sie ist nicht falsch gelandet, richtig gut. Aber sie hat trotzdem in ihrer Sprache verkackt, weil sie da bis zum Hufschlag gegangen ist. Sehr gut gemacht. Ich hätte meinen Arsch dafür verwettet, dass du links landest. Super. So, pass auf. Du machst das nochmal. Du denkst bitte aber daran. Bitte ein bisschen kameratauglicher reden. Wir sagen hier nicht A, sondern Popo. Ach so. Während der ganzen Einheit ist dein Zaun auf dem zweiten Hufschlag zu Ende. Ja. Wie war das da? Da steht kein Zaun. Und außerdem liegt da eine Stange, da kann das ich ist nicht egal. Auf zweiten Hufschlag. So, okay. Nochmal und danach gehst du rechte Hand weiter. Lass mich raten, bei A durchparieren und dann über den Schwarzen. Genau. Und nach dem Schwarzen wieder über den kleinen Gelben hier. Klar. So. Soll ich dabei auch noch ein Cowboy-Kostüm anhaben und tanzen? Du hast gesagt, das ist alles überhaupt gar kein Problem für dich. Ja, ja. Glaube ich auch. So. Sehr gut. So. So, da haben wir nämlich das Problem schon. Sehr gut. Mal gucken. Okay, durchparieren.
Das war eine sehr, sehr schöne Vorführrunde, weil ich muss ja auch irgendwas zu erzählen haben. Also, wenn du das gleich nochmal machst, dieses super leichte, wo ihr überhaupt gar keine Probleme mitkriegen wird, ne? Ja. Wenn du da unten bei A die Parade zum Trab ansetzt, dann war das eben gerade Oberkörper nach vorne in der Hoffnung, dass er durchpariert. Ja. Er hat es ja gemacht, aber der Kopf ist dir entgegengekommen. Hier vorne war es so, naja, mal gucken, wie ich das am besten reite. So ein bisschen würfeln, ob es klappt oder nicht. Das musst du ihn vorgaukeln, da lügst du ihn dann an. Okay. Und denk an deine Hand, dass die mit vorgeht. Ganz, ganz toll gemacht. Mach es nochmal und versuch mal auf dem zweiten Hufschlag zu bleiben. Also wirklich so weit weg vom Stein, wie es geht. Sehr, sehr gut gemacht, Vicky. So, und auch das Zulegen ist Parcours-Galopp gewesen. So, weg vom Stein. Ja, und loben. Sehr gut. Ach so, ist anstrengend? Nee, alles gut. So, das mein war. T-Shirt ist ja auch nicht schon komplett nass oder so. Oh. Das war super, ein super toller Parcours-Galopp, den du hier an der langen Seite reitest. Das brauchst du für die großen Plätze. Mhm. Super. Das ist echt richtig, richtig gut. Das ist zwar auch echt super anstrengend, allein schon, weil Försti ja immer noch nicht sehr rund ist. Bei Campi liegt mein Bein hier einfach so dran. Und bei ihm muss ich mich wirklich anstrengen, das da wirklich drum zu packen. Und gerade wenn ich Paraden oder sowas machen will, muss ich mich so anstrengen, vorne nicht irgendwie zu ziehen oder sowas, sondern wirklich meine Beine dann zuzumachen, nur dass das halt so anstrengend ist auf ihm, dass ich wirklich schon sehr durchgeschwitzt bin. Aber ich kann ja jetzt auch nicht aufhören zu springen, weil Warmreitphase, ja, weiß ich ja schon vorher, dass das bei Mama sehr, sehr anstrengend wird. Aber auf Springen freue ich mich ja immer so und deswegen muss ich da jetzt auch weitermachen. Fein. Machst du richtig gut. Du hast das Auge, ich nicht. Ja. Du musst also gucken. Mhm. Ich kann dir sagen, ob es schön harmonisch aussieht. Ja. Ob dein Stil schön ist. Und ob du von mir eine 9,0 kriegen würdest. Oh Gott. Weil Vicky möchte in die nächste Talente-Team-Runde kommen, in die L-Tour. Das heißt Stil springen. Da können wir nicht mit dem traditionell sichtbaren Sachen, die man so sieht bei den Springprüfungen, mit Gasbremse mal eben schnell rumreißen und irgendwie auf dem Pferd sitzen und irgendwie rüberkommen. Das geht nicht. Es muss schön harmonisch sein. Es muss ein gleichbleibender Rhythmus sein. Der Stil muss schön sein. Und ich mag es gerne, wenn man sieht, dass das Pferd rittig ist, dass es Spaß hat, dass es harmonisch ist. Und das ist schon eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe. Jetzt werde ich, glaube ich, fies, aber nur gut. Nein, nein. Auf dem Turnier hast du keine Stimme. Du musst diese Stimme also in deinem Ohr haben und dich konzentrieren und es dir selber sagen. Sehr schön. Sehr gut. Aktiver Galopp, Außenrahmen, vors Bein kriegen. Jawohl, treib ihn dir da ran. So. Sehr schön. Behalt ihn aktiv, damit der Übergang klappt. Sehr schön. Gut, Chapeau. Klasse. Super. So, behalt den Vorbein, egal wie klein du reiten musst. Jawohl. Bring ihn die Außen wieder ran.
außen wieder ran. Bring außen, außen, außen. Bleib ruhig. Behalten bei dir. Aber vorm Bein. Sehr gut. Außen parieren. Vorm Bein behalten. So. Sehr gut gemacht. Klasse. Super. Spitzmäßig weit. Sehr, sehr gut gemacht. Super. Sehr gut. Champions. Richtig gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, Vicky hat meine Erwartungen voll übertroffen. Es war eine schöne Stunde. Es war überhaupt kein Gemotze, kein nee, das mache ich so, das mache ich so. Ich glaube, dass wir beide aber jetzt auch einen Weg gefunden haben beim Springen, weil es ist ja immer sehr schwer. Ich bin früher auch gesprungen. Das heißt, ich weiß, wovon ich rede. Ich springe ja aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das ist immer ganz schwierig für Kinder dann wirklich den Rat oder die Tipps anzunehmen, wenn man selber das gar nicht mehr macht. Und Vicky weiß ja gar nichts davon. Die hat es ja gar nicht früher mitgekriegt, dass ich auch gesprungen bin. Und das finde ich total toll, wie sie das jetzt gemacht hat. Sie merkt auch, wenn sie zum Beispiel schräg anreitet, es ist ein Unterschied, ob man da dran trabt oder ob man diese Wendung, diese Schlangenlinien mit einem Sprung auf der Mittellinie im Galopp reitet, ohne optische Begrenzung. Ich hatte hier eben gerade Stangenlinien. Und es ist ein Unterschied, ob wir aus dem Trab, aus dem Zweitakt durch diese Wendung reiten oder ob wir mit dem Galopp durch die Wendung reiten. Da kommt der Sprung verdammt schnell. Und auch der Zaun auf der anderen Seite, wo man rum muss, kommt verdammt schnell. Und man wird schnell dazu verleitet, in der Luft schon irgendwie in die neue Richtung zu kommen. Und das ist etwas, das werde ich in Zukunft mit ihr üben. Das brauchen wir für gebogene Linien, dass sie wirklich diesen Sprung geradeaus überspringt und erst bei der Landung die neue Stellung eingibt, damit sie schön rund reitet. Schlangenlinien durch die ganze Bahn in drei Bogen mit einem Sprung auf der Mittellinie. Eine super tolle Übung, nicht nur fürs Springen, man muss die ja nicht so hoch machen, sondern eine ganz tolle Übung, wenn man Durchlässigkeit von seinem Pferd haben möchte, wenn man wirklich selber merken möchte, auf welcher Hand komme ich gut klar, auf welcher Hand komme ich als Reiter schlecht klar. Und natürlich auch für alle, die gerne ins Gelände gehen, ist das auch eine sehr schöne Übung, weil es eine schöne Gymnastizierung ist. Für die natürliche Schiefe zum Beispiel kriegt man wirklich gut Auskunft. Wo muss ich arbeiten? Wo fällt der Wechsel schneller hin? Auf welchem Bein landet denn mein Pferd immer oder natürlicherweise viel lieber? Dann weiß ich auch schon wieder Bescheid. Und ich kann darauf eingehen und meinem Pferd Hilfestellung geben. Ich fand es richtig gut. Meine Lieblingssprünge sind natürlich dann die hohen Ochser, weil da fliegt das Pferd einfach schön drüber. Kann man einfach schön mitgehen, gerade bei Firsty halt. Wir sind richtig schön passend davor gekommen. Ich fand also die Schlangenlinien hier, ich bin zwar so im richtigen Galopp gelandet, aber für mich fühlte es sich sehr dicht an. Wenn ich mir jetzt gerade die Hufspuren angucke, war es eigentlich in Ordnung. Und ja, dann kamen wir ein bisschen schräg zum Gelben hin. Und ja, da hat der auch schon wieder ein bisschen dicht, aber war trotzdem noch alles im grünen Bereich. Und ich finde, das Training hat sich sehr ausgezahlt. Und das können wir auf jeden Fall dann weiter abrufen und weiter fördern. Und dann hoffe ich, dass die L-Springen oder meine ersten L-Sprünge auch gut werden. Das komplette Trainingsvideo mit dem Weg, wie dieses Ergebnis im Detail erarbeitet wurde, ist als Tutorial mit verständlichen Erläuterungen im Mitgliederbereich zu sehen. Wie man da reinkommt, steht in der Videobeschreibung. Und dass dieser Trainingsaufbau auch wirklich für ein erfolgreiches Reiten geeignet ist, hat Victoria dann gleich in ihrer allerersten L-Springprüfung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch für den jungen Chapeau war es die erste Prüfung in dieser Leistungsklasse. Der gesamte Turnierverlauf wird demnächst auf Vickys eigenem YouTube-Kanal zu sehen sein. Also schnell abonnieren und nichts mehr verpassen. Euer Hofeicheneck-Team.